Spielen wir unsere Waifus oder unsere Anti-Waifus? Was heißt das? Den Charakter, den du am wenigsten magst aus den vier. Warte mal, wen haben wir denn überhaupt? Wir haben Yang. Ja, wir haben die vier Hauptcharaktere. So eine große Auswahl haben wir da nicht. Ja, schon klar, aber ich habe vergessen, wer die vier sind. Ich kenne nur Weiß und Yang. Hast du das Finale inzwischen mal gesehen? Ja. Hast du wirklich oder sagst du das jetzt nur, damit wir dich nicht anschreien? Nee, ich hab's wirklich gesehen. Okay. Gott sei Dank. Das war wirklich ganz okay. Die gab's ja auch noch. Irgendwas sagt mir, dass ich meinen PC, glaube ich, neu starten muss. Sind ja nur fast eine halbe Stunde zu spät. Ist in Ordnung. Will ich noch jemanden einen Kaffee machen? Vielleicht was zu essen bestellen? Oh, jetzt noch ein Käffchen. Oh, ich habe mich gerade mit Eistee vollgeschüttet. Ich weine. Das ist ohne Mist richtig kalt. Wähl jetzt einen scheiß Charakter aus. Nein. Ich dachte, wir spielen Anti-Waifu. Meinetwegen. Anti-Waifu? Du brauchst jetzt, wir haben ja noch einen anderen Charakter. Okay, Anti-Waifu. Goddammit! Ich weiß nicht, wo ich mehr enttäuscht bin, dass zwei von uns denselben Charakter haben oder dass zwei von euch Yang am schlimmsten finden. Warte, ich nehm Weiß. Ach, da seid ihr. Und Skal bewegt sich mal wieder nicht, nur weil er sein Eistee auflutschen muss. Ich muss mich wirklich wieder trocknen. Das ist nicht okay. Das ist die wichtigste Frage. Wie mache ich irgendetwas? Keine Ahnung. Nehmen wir eigentlich schon auf? Natürlich. Wieso werde ich da eigentlich nie vorgewarnt? Weißt du, jeder normale YouTube-Mensch hat irgendeinen Countdown oder sonst noch was. Warum? Wir müssen ja keine Aufnahmen synchronisieren. Weißt du, so ein Aufnahmesync vielleicht? So ein 1-2 links, rechts. Oder einfach ein Rutt erzählen. Okay, ich fange jetzt mit der Aufnahme an. 3-2-1, aber nein! Wir werden einfach hier reingeschickt in das krasse Action-Gedöns. Ja. Das wäre ja professionell. Wirklich? Ja. Ich hätte auch vernünftigen Soundcheck machen würde und einfach hoffen, dass die Lautstärke passt. Muss Skyd immer noch leiser machen. Skyd ist einfach mega laut wegen seiner komischen NASA-Audio-Ausstattung. Das ist ein Audiokompressor. Das ist nicht so besonders. Im Vergleich zu jedem normalen YouTube-Menschen schon. Ja, ich mache auch einen Countdown, wenn ich anfange. Ja, ich nicht. Können wir eigentlich mal neue Soundeffekte für das Zerstören von diesen Töpfen nehmen? Das klingt, als hätten die das in irgendeiner Stock-Website runtergeladen. Das haben sie von irgendeiner Stock-Website runtergezogen. Ja, ich sehe da nichts Verwerfliches dran. Jeder professionelle YouTube-Mensch benutzt Stock-Websites. Ja, aber wann rastet Tumblr bitte nicht aus, ist die Frage. Argument. Wolltest du mir gerade das Artefakt klauen? Warum kommt er da an mir vorbeigerollt? Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Nee, ich wollte es dir klauen. Ich weiß, dass wir alles bekommen, aber ich wollte es dir klauen. Ich renne euch einfach hinterher, weil ich keine Ahnung habe, wo es lang geht. Okay, wie revive ich dich? Ich habe keine Brille auf, welcher Knopf ist das? Der Scarlet gerade. Halb! Weiß, halb! Helf deinem Team, Captain! Sekunde, okay. Ich hab's gleich. Wie will ich da so? Ich hatte meine Tag. Hilfe, nein, komm schon. Gott, wir sind gut. Okay, au. Dann ist der wohl nicht überall. Oh, da liegen XP. Meine XP. Aha. Am Ende bist du wieder overpowered und ich sterbe, weil ich nirgends XP kriege. Ja, aber letztes Mal war ich nur overpowered, weil du so oft gestorben bist und ich immer 50 XP bekommen, wenn ich wiederbelebt habe. Ey, das ist toll, voll die gute Taktik. Stirbt mal bitte alle und dann hole ich mir XP bei euch. Meint ihr, die haben das letzte Level mal gefixt? Nö. Was war denn daran nicht gefixt? Dass da 3 Milliarden Gegner kommen? Die Al-Qaida-Dinger. Die Al-Qaida-Dinger. Osama bin Grimm.
Oder Osama Grim Laden, ich glaube, das passt noch besser. Ich erwarte davon Fanart. Von Osama Grim Laden? Es gibt, warum nicht? Es gibt einen, der zeichnet die ganzen Zerg-Einheiten aus StarCraft als Grim, das ist voll cool. Oh Gott, Kamera. Ja, das passt. Osama Grim Laden nicht. I have died. Oh, ich seh's gerade. Moin. Au. Oh okay. Gott, scheiße. Ich will die XP. Meine XP. Okay, Port ist in Ordnung. Und Ruby ist deutlich schneller als die anderen. Ja, weil ich sprinte. Speed. Wie sprintet man? Nach der Rolle die Taste gedrückt halten. Ah. Holy shit. Ich bin tatsächlich schneller. Das habe ich euch letztes Mal auch gesagt. Gemacht. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, ja, nee, hat auch nicht funktioniert. Letztes Mal war das nicht so. Schließ mir die Patchnotes durch. Weißt du, sagen wir, Yang wird gekillt, dann ist es nur noch Team Rub. Denn höre ich auf, die Serie zu gucken. Ist mir egal. Du bist alles ab. Die können nicht Best Girl killen. Meinetwegen irgendwann zum Ende der Folge, jetzt im Ende der Serie hin, in 30 Jahren oder so. Aber du wirst die Serie weiterhin sehen und du weißt es. Aber nicht gerne. Ich würde mich schlecht dabei fühlen. I'm dead. Wo? XP! Dir. Oh, dann sind noch mehr XP. Ups! Das war dann doch zu viel auf einmal. Oh, noch mehr XP. Wow, das arme Viech. Er hat so viert auf den eingedroschen, holy shit. Nee, nicht die XP sammeln, meine XP. Oh, Alter, XP. Du XP-Jude, du. Was? Hast du dir jetzt nicht ernsthaft in der Aufnahme gesagt? Ich hab schon viel schlimmere Sachen gesagt. Er hat on Aufnahme gesagt, dass er Katzen gegen Wände wirft. Ich bitte dich. Solange meine Nichte das nicht guckt, ist alles in Ordnung. Wie gestern, als Tonius Welt. Der folgt mir auch schon ewig. Als ich habe kurz ein Video hochgeladen für Sabi, um mir zu zeigen, wie schnell das Pferd ist in Stardew Valley. Und dann schreibt er einfach darunter: Moment, du hast einen YouTube-Kanal? Wieso wusste ich das nicht? Warte, der folgt dir einfach auf Twitter, um deine tollen. Für meine Denken-Memes. Nice. Hab ich mir auch gedacht: Wow. Das ist der Grund, weshalb man dir auf Twitter folgt. Wegen dir. Ich meine deiner Persönlichkeit. Deine tolle Persönlichkeit.